gut, war ganz lustig. Okay. Jetzt gehen die wieder zurück. Wir gehen denen hinterher. Ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen langweilig jetzt, aber hey. Schreibt mir denn jetzt gerade auch übrigens. Ja gut, ich dachte, bin jetzt auch nicht von ausgegangen, dass dass dieses Spiel ja mega gut ankommt, so, ne? Also ich bin mal gespannt, wie es auf YouTube ankommen wird. Ne? Ich weiß gar nicht, ich habe ja Rainbow Six 3, habe ich glaube ich gespielt. Da weiß ich jetzt gerade auch aus dem Kopf gar nicht. Wie gut das da angekommen ist. Ich meine, war okay. Okay genug, dass ich das Spiel auf jeden Fall weiterspielen werde. Also Rainbow Six werde ich aber trotzdem weiterspielen. Auch wenn ich es höchstwahrscheinlich aufgrund des Spiels höchstwahrscheinlich nicht durchkriegen werde. Weil ich nicht so gut da drin bin. Aber wir werden es ja trotzdem spielen. Ich habe es ja bei Rainbow Six 1 auch gemacht. Dann habe ich glaube ich auch noch Lone Wolf. Habe ich auch noch da. Das werden wir alles so nur ein bisschen später noch spielen. Ja, jetzt mit der Arbeit irgendwie auch aufteilen können. Merke ich jetzt auch gerade. So. Ja, also die lasse ich dann so und mache ich den letzten Wachturm und dann lasse ich die halt. Lasse ich die schon mal Richtung Festung durchziehen. Können die da ein bisschen spielen?
Oder die treffen einfach, So, ja, den Landeplatz haben wir ja schon mal erobert. Das meine ich. Also für sowas finde ich die KI einfach mega gut. Weil die halt ziemlich gut schießen, ne? Im Grunde könnte man das auch die ganze Zeit so machen und warten. Ich meine, jetzt in der Fläche ist das, glaube ich, okay. Jetzt im Häuserkampf war scheiße. Ja, da hatte ich jetzt auch einfach, da hatte ich einfach mega Pech. Sag ich ganz ehrlich, da hatte ich auch einfach viel zu viel Pech. Ach, macht wie ihr wollt, ganz ehrlich. Ihr könnt auch die Gegner da abballern. Nix dagegen. Ja, gut, dann gehen wir jetzt gemeinsam. Ich sage jetzt ganz ehrlich, ich will jetzt nichts anbrennen. Wir machen jetzt ganz chillig die Mission. Die letzte. Mit Team Power und dann. Ne, die sind da oben. Das finde ich so ein bisschen schade. Ne. Dass das uns so anzeigt.
Verstehe ich jetzt gar nicht, warum sie den nicht getroffen hatten. So weit entfernt war der doch nicht. Haben wir keine Gegner? Ja, gut. Tja, Leute, Hauptbasis. Ja, ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass wir in irgendwelche Hinterhalte oder etc. kommen, ne? Paar Soldaten haben wir ja auch schon erledigt. Eins, was mir immer so aufgefallen ist bei Ghost Recon war, dass das Spiel dann meistens dann vorbei war, wenn du es am besten schon verstanden hast. Ja. Ich meine, klar, man könnte jetzt noch die höheren Schwierigkeitsgrade machen, aber ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt irgendwas Sinnvolles bekommen würde. Na, ich glaube jetzt mal nicht. Ah. Ach, da. Deswegen, ich hätte schon viel früher den Scharfschützen mitnehmen sollen. Einfach Beste. So, dann treten wir mal in die Festung ein, würde ich mal sagen, ne? Also schwer ist es nicht. Aber die ist schon ordentlich, die Mission.
Ach, die sind sie sind hinter der Wand. Ach. Ziel 1 fehlgeschlagen. Mission fehlgeschlagen. Oh nein, nein. Oh. Warum ist der denn bitte schon da? Ach Junge, ist das ein scheiß Spiel. Oh Bruder, ernsthaft? Wisst ihr was? Fick dich. Wir gehen direkt rein. Wir gehen exakt so wie die da jetzt sind. Wir werden jetzt. Ich scheiß jetzt auf alles. Ich will nur noch den Typen. Nur noch die Gegner klatschen. Oh, ist das schlecht, Alter. Meine Fresse, ey. Weiß ich nicht, also ich habe das Spiel wirklich viel, 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 viel einfacher in Erinnerung. Sag ich ganz ehrlich. Ne, für mich war das Spiel nicht schwer. Im Grunde ist es ja auch nicht wirklich schwer. Es ist einfach nur frustrierend, wenn du dann, keine Ahnung, 20 Minuten spielst. Ja, das ist kein.
Panzerscharfe. Das ist wirklich ein Panzer. So. Dass er jetzt wirklich ein Panzer ist, ist extrem scheiße. Danke. Ich höre etwas. Haben die einfach ihren Panzer geparkt, Bruder? Was zur Hölle? Ja, Bruder, was soll das? Ey, verpisst euch bitte schön mal von meiner...
Ziel 1 fehlgeschlagen. Mission fehlgeschlagen. Au. Wo? Wo ist der jetzt bitteschön entkommen? Ist er jetzt über den Helikopter geflohen oder was? Hä? Oh. Ey, das Spiel will mich verarschen, wirklich. Jetzt so hundertprozentig. Die denken sich so, jo, da träumen wir jetzt ein bisschen. Bruder, kannst du noch nicht ernst meinen? Sorry, aber was ist das denn hier? Ach, sorry. Das ist mein Team. Naja. Arschseite schon weg. Warum ist er denn angelaufen? Hat so gar keinen Sinn gemacht, deswegen. Ja gut, dann gehen wir jetzt von hinten rein und dann hoffen wir mal das Beste, ne? Nein, sind wir nicht. Schön, dass ich teilweise schneller bin, mal wieder als die.
Ne, ich habe auch keine Geduld. Scheiße, was ist mit dir geweckt, ne? Jetzt, Ach, beim Helikopter ist auch noch, ne? Schleppt euch weiter doch hin. Tja, umso länger dauert das halt, ne? Oh ja, ich hab ihn. Ich meine, ich habe ihn gesehen. Nicht, dass ich ihn habe. Müsst schon richtig zuhören, Leute. Dass wir hier relativ unendlich Munition haben.
Eigentlich denkt man so bei Festungen, dass sie uns komplett rasieren werden, so. Ist hier jetzt nicht so der Fall. Oha! Wird er den denn bitte schon gekillt, ey? Was? Ziel 1 erfüllt. Mission erfolgreich. Ach, wisst ihr was? Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich hab die Scheiße geschafft. Oh Junge, ist ja schlecht. Boah, sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. Zweimal haben wir verkackt, weil. Pff. Ja gut, das zweite Mal habe ich ihn, glaube ich, erschossen. Beim ersten Mal. Sorry, habe nicht darauf geachtet, dass es ein Zivilist war. Zweite Mal ist er für geflohen anscheinend. Tja, und jetzt haben wir das Ding einfach geschafft, ohne. Ja. Aber hey, ist mir egal. Haben wir geschafft. Ich meine, das war's jetzt, glaube ich, von dem Teil. Ich glaube, dann dürfen wir jetzt endlich Jungle Storm spielen, was eigentlich auch das Spiel ist. Weiß nicht, ich glaube, ich nenne das dann doch lieber Island Thunder.